Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. So, ich muss noch mal eine ganz kurze Sache mal gucken. Ach, hier haben wir doch bestimmt. Nein, haben wir natürlich nicht. Aha. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Lohnt sich auch nicht wirklich. Tja, auch hier die Angriffe. Der könnte mir gefallen. Der auch, aber ich würde den. Die Wölfe haben einfach den meisten. Obwohl, ich glaube, die Krähen haben den meisten Schaden. Naja, aber die Wölfe sind halt so. Ich glaube, die Wölfe sind tatsächlich die besten. Gut. Gestärkt und ausgerüstet geht es gut. So, mal gucken. Ja, dafür jetzt eine Schnellreise zu machen, lohnt sich nicht. Obwohl, na komm, und werden sich gleich wieder ein paar Alben in den Weg stellen. Die kriegen sich dann die Axt in den Weich. Da sind sie. Was sammeln wir da eigentlich ständig auf? Robustes Schild der... Was?
muss ich jetzt doch paddeln. Da muss ich hin. Okay. Na ne. Dieser Nebel. Sah ein bisschen so aus, als wenn es da weitergeht. Mach dich bereit, Junge! Ich mal an der Axt. Nun gut. Dann bist du dran. Ich bin bereit. Hier.
Okay, toll. Jetzt müssen wir wieder reisen. Ich frage mich, ob wir durch diese Zwischenwelt müssten wir eigentlich auch zwischen den Welten sein, oder? Das müsste ja auch gehen. Ach ja, erstmal gucken in Hel. Okay, das geht nicht. Oh, alle Geschichten auserzählt? Ja, es wird, die nächsten Folgen werden sehr viel mit Reisen zu tun haben, habe ich das Gefühl, um die richtigen zu finden. Also sie hat nicht viel ausgehalten, aber sie war halt extrem schnell. Ihre Angriffe waren... Hui. Was wir eigentlich auch mal machen könnten, ist nach Muspelheim gehen. Ich würde gerne mal wissen, was das da sein soll. Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und decke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reißen ist kinderleicht. Solange du nicht gekocht wirst. Na, ja, das soll uns jetzt mal nicht kümmern. Wow, ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der Ursprung allen Feuers. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Ich meine, wir sind hier und verbrennen trotzdem nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden alt und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Wenn du meinst, Mimir? Ja, ist normal. Köpfe werden ständig abgehackt und an Gürteln getragen. Wie groß ist denn die Welt? Scheinbar nicht so groß. Zwei Sachen unentdeckt. Okay.
viel zu friedlich hier. Sieh mal hier, noch eins. Der hier heißt Suter, ein Feuerriese. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. Ist der andere Schrein höchstwahrscheinlich... Lasst uns anfangen. ...in Niflheim. Ich sehe keinen Sinn jetzt da drin, ehrlich gesagt. Hey, es wird schließlich niemand gezwungen. Vater, ich höre eine Stimme. Wieder ein Alp. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Okay. Die Stimme! Gleich hier um die Ecke! Oh! Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind? Schließen Sie die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten, Herausforderungen anzunehmen, ablehnen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Och. Ach, fürs Let's Play machen wir mal eine Runde, okay? Eine Runde machen. Das Tor ist zu. Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Können wir nicht wenigstens einmal Weihrauch finden? Der Geruch von Schwefel wird schnell langweilig. Schwelende Glut. Mhm. Aber jetzt immer Arena-Kämpfe zu machen, das ist nichts fürs Let's Play. Aber wir haben jetzt mal reingeguckt. Interessant, würde ich sagen.
Da würde ich sagen, gehen wir mal nach Nibelheim. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dort wartet er selber auf uns, aber mal gucken. Eher grünlich aus. Aber Nibelheim soll doch, glaube ich, kalt sein. Das ist mein Wort. Ja, man sieht es schon, da ist so ein bisschen Nibelheim. Obwohl, nein, Nibelheim ist, ich komme gerade nicht drauf. Nebel. Nächstes Mal. Ach, Nibelheim. Was jemand wohl hierher verschlagen könnte, aber da sind wir. Riecht ja schlimm. Ah. Was ist das? Dieser Nebel ist verflucht. Verflucht? Ganz recht. Wenn man ihn zu lange einatmet, ist er tödlich. Ein Grund mehr, Nibelheim zu lieben. Was ist das denn? Seltsam. Ja, seltsames Material. Sieh her. Ja. Also. Kehrt um, auf diesem Ort liegt der Fluch von Ivaldi, dessen Talente die Götter von Asgard bedrohen. Die Alchemie meines Vaters verwandelte den Nebel von Nibelheim in eine Waffe, die sich gegen ihren Schöpfer wendete. Seine Fähigkeiten als Erfinder und Handwerker suchten ihresgleichen, doch es waren seine Begabung und sein Genie, die den Zorn der Asen auf sich zogen. Und so kehre ich, Mozognir, mich von diesem Ort ab, ich kehre mich von Zwergenvolk ab, ich begebe mich auf der Suche nach Zuflucht und selbst auferlegten Exil nach Midgard. Wer nicht aus diesem Reich flieht, wird meinem Vater im Grabe Gesellschaft leisten. Mozognir, Sohn des Ivaldi. Ja, gucken wir mal. Für Loot atme ich auch ein bisschen Gift ein. Das ist kein Ding. Wie nett, euch hier zu sehen. Ach so, langsam wird das doch echt lächerlich. Dich habe ich nicht erwartet, Sindri. Der Nebel ist widerlich. Glaubst du, verfluchter Nebel macht mir was aus? Stimmt, tut er. Ich tüftle an einer Rüstung, die die Wirkung abschwächt. Das Material dafür ist hier in Ivaldis Werkstatt, aber es ist natürlich von diesem ekelerregenden Nebel bedeckt. Gleich kommt's. Es heißt, so eine Rüstung befände sich in der Hauptkammer der Werkstatt. Der Eingang ist versiegelt, aber mit genügend Nebelechos kann ich euch einen Zugangsstein machen. Sag ich doch.
Haltet euch aber nicht zu lange in dem Nebel auf. Der Gestank setzt sich in Haaren, Waffen, Rüstungen fest. Ich fasse nichts an, dass ihr nicht im Feuer Muspelheims von allen Tierchen befreit habt. Tödlich ist er auch. Hier steht was. In diesen verfluchten Ruinen gibt es seltene Nebel-Echos. Für prachtvolle Rüstungen, die Gegner fallen, Schätze werden bei ihrem Rückkehr zurückgesetzt. Fliehen sie mit was sie können, sonst werden sie zum neuen Opfer der Welt. Das alles ordnet sich jedes Mal wieder neu? Unglaublich! Atreus, konzentrier dich. Dies ist ein gefährlicher Ort. Die Kreativität der Zwerge. Beeindruckend und gefährlich. Aha. Okay. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, schon wieder zurück, weil sonst... Vater, der Fluch! Ja, wir gehen wieder zurück. Bringt das überhaupt was, wenn wir jetzt wieder zurückgehen? Oh.
jetzt gehen wir wieder rein. Es ist Zeit zu gehen. Ja, ist es. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier hinbekommen sollen. Bis wir irgendwas herausgefunden haben, haben wir genug. Du wirst schnell schwächer. Denn das auch wirklich zusammengezählt? Ich habe irgendwie momentan so ein bisschen das Gefühl, tut's nicht. Wie hieß das nochmal? Echos, nicht Echos. Nebelechos. Wir sollten 500 besorgen, haben wir doch. Ja. Ihr habt genügend Echos und ihr seid nicht tot. Beeindruckend. Sindri, wie macht man etwas aus Nebel? So seltsam es klingt, die Zwerge, die hier lebten, fertigten aus dem Nebel die tollsten Dinge. Achtet auf noch mehr Nebelechos. Damit kann ich viel anfangen. Ja, dann bitte. Gehen wir an die Arbeit. Und für dich? Also noch etwas für dich? Ah, hier. Aber das scheint tatsächlich ja auch eine Art... Was war denn da noch? Spiel zu sein. Das erinnert mich ein bisschen an Call of Duty, diesen Zombie-Modus. In der Werkstatt dürftet ihr genügend Nebelechos finden. Dass man mit gewissen Sachen dann immer ein Stückchen weiterkommt. Also fürs Let's Play nicht unbedingt geeignet. Müssen wir mal gucken. Ach, schade. Ich kann noch nicht.
immerhin versuchen, die den Auftrag zu schaffen. Hier oben ist der Nebel dünner. Wie schön. Puh, ja, das ist gut. Ist das die Rüstung? Ziemlich runtergekommen. Kannst du sie tragen? Nein, sie ist zu klein und zu alt. Wir bringen sie dem Zwerg. Ach, das lässt hier mein Herz höher schlagen, die ganzen Kisten. Was? Ja, man sieht's halt. Ne? Jetzt müsste ich halt so lange kämpfen, bis ich genug habe. Um dann Sachen zu öffnen, ich bin mir nicht sicher, ob das was ist. Vielleicht müsste ich dieses Nebenzeug auch außerhalb des Let's Plays sammeln. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen verunsichert tatsächlich. Gut, wir bringen die Rüstung erstmal dem Zwerg. Hier ist noch was. Vielleicht kann er uns da weiterhelfen. Teleportiere dich in die Welt. Tja. Zum Zwerg. Ist sie das wirklich? Nutzlose Rüstung? Nutzlos? Oh, du Ungläubiger. Ivaldi selbst hat diese Rüstung getragen. Klar, neu ist sie nicht mehr. Aber ich kann sie mit mehr Echos reparieren. Und sie hilft gegen Ivaldis Fluch.
Wenn es in dieser Werkstatt nichts von Wert gibt, hat es wenig Sinn, hier zu bleiben. Ihr habt die Truhen in der Hauptkammer gesehen, oder? Und all das Zeug ganz hinten in der Werkstatt. Und die drei Weltenrisse. Natürlich, aber seid damit lieber vorsichtig. Warum? Das sind tatsächlich Risse im Gefüge der Wirklichkeit. Willst du die Hand da durchstecken? Nur zu. Ich stehe zur Verfügung. Okay, man sieht, es geht immer um den Nebel, rein, raus, rein, raus. Das machen wir nicht im Let's Play. Da müsst ihr euch dann selber bemühen. Okay, aber wir haben es mal gesehen, das ist ja auch schon mal was. Dann war der Plan, nach Helheim zu reisen. Dort mal die Valkyrie zu bitten, sich die Axt genauer anzusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.